Grundsätzlich haben wir in der Champions Hockey League sehr viele gute Spiele gespielt in der Vergangenheit. Und jetzt gegen vorne, wo wir dreimal in vier Jahren in der Schweiz Meister wurden, würden wir gerne mal in Europa zeigen, dass wir dort auch bis möglichst am Schluss mitspielen könnten. Bis jetzt war das beste Resultat Viertelfinalqualifikation und wir möchten gerne weiterkommen, schon wir natürlich Schritt für Schritt gehen und außerhalb vom Eis. Ich würde gerne mehr Zuschauer ins Heimstadion reinbringen und so eigentlich allen zusammen zeigen, wie wichtig die Champions Hockey League für uns ist und da so nach Hause tragen, dass die Champions Hockey League ein super Produkt ist. We want to go long in the CHL and it's a very big thing for our organization and also the own national team league is the our big thing and we want to be successful also there, but CHL is the very good league, and we want to be in the top four team in that league. Well, you know, you can't have an aim other than win the whole battle. So we want to win Champions Hockey League. Well, we haven't challenged that. We will be better than last year, and. So that's what we were working on. But the thing is, you know, if you play good hockey, the audience want to come also. And I think Bern and Kerpet and Grenoble will see that the audience come to Skellefteå Kraft Arena. C'est sûr, quand tu joues contre les équipes comme ça, pour moi, personnellement, comme coach, j'aimerais qu'on performe pour ces équipes-là. On sait de quoi qu'on s'embarque, on sait que contre les équipes on joue, que ça va être compliqué, mais c'est important déjà qu'on se prépare comme il faut, puis essayer de jouer 60 minutes, de ne pas avoir les regrets à la fin.